Final Fantasy 16 ist endlich da und mitunter eines der heiß erwarteten Spiele für dieses Jahr. Square Enix zeigte sich mit viel Selbstbewusstsein vor Release und versprach ein tolles Spiel in einem fertigen Zustand und wir haben das einfach mal getestet. Wie immer bleibt unsere Review spoilerfrei, aber deshalb müssen wir uns bei dem aufgenommenen Gameplay etwas auf frühere Bereiche des Spiels konzentrieren. Wir starten mit der Story. Final Fantasy 16 lässt euch in die Rolle von Clive schlüpfen, mit dem ihr die Welt von Valestea erkunden könnt. Wie immer in Final Fantasy und wie eigentlich schon im Namen steckt, erwartet euch eine fantastische Spielwelt mit reichlich Lore, interessanten Gegenden und einigen Intrigen und Dramen. Ja, der Plot ist ziemlich verworren, mit vielen Charakteren und sogar politischen Machtspielchen, die die verschiedenen Reiche in Valestea gegeneinander aufpeitschen. Eine wichtige Rolle spielen da die sogenannten Dominants, die nicht nur in der Lage sind, Magie zu nutzen, sondern sich auch in riesige Ungetüme zu verwandeln und so natürlich eine Schlacht entscheiden können. Clives eigene Geschichte fällt da natürlich mit rein, ist aber auch geprägt von Trauma und einer bitteren Vergangenheit. Im Laufe eures Abenteuers trefft ihr auf zahlreiche Charaktere, die alle gut geschrieben sind und mit sehr nachvollziehbaren Motivationen aufwarten. Dabei glänzt das Spiel insbesondere im Bereich Präsentation, denn diese kinoreifen Darstellungen können schon echt an den Bildschirm fesseln. Wir sprechen gleich im Kapitel Grafik mehr darüber. Die Handlung von Final Fantasy 16 ist dabei im typisch japanischen Stil erzählt. Das bedeutet sehr lange Dialogsequenzen mit zahlreichen Pausen dazwischen, wo Reaktionen gezeigt werden und natürlich auch echt viel Überdramatisierung durch die Charaktere. How? How did you do it? How did you even survive? Muss natürlich jeder selbst entscheiden, wie sehr man sowas mag oder eben nicht mag. Außerdem wird die Handlung über mehrere Zeiträume erzählt, zwischen denen gelegentlich gesprungen wird. Nichtlineares Storytelling kann ganz cool sein, im Falle von Final Fantasy 16 aber hat das meiner Meinung nach oft das Pacing sehr stark gestört. Nach intensiver Action in einem Flashback zu wechseln beispielsweise, reißt mir zu viel Momentum raus. Abgesehen davon finde ich die Mitte des Spiels etwas sehr gestreckt, was die Story angeht, aber gerade Anfang und Ende sind sehr schön inszeniert. Insgesamt also eine solide Story, die sicherlich manchen mehr gefallen wird als mir, für mich aber seine Stärke am meisten in der Welt und den Charakteren hat und im Hauptplot etwas strauchelt. Die Punktzahl kommt später, jetzt weiter zum Gameplay. Gameplay bei Final Fantasy ist ein schwieriges Thema. Über die Jahre hat das Franchise immer wieder Neues ausprobiert, von rundenbasiert bis Echtzeit-Action und damit verschiedene Fanbases aufgebaut. Entsprechend ist immer eine Seite genervt. Die einen wünschen sich rundenbasiertes Gameplay zurück, die anderen ziehen das Echtzeit-Gameplay vor. Final Fantasy 16 hat sich für Action entschieden und wenn einem das nicht stört, erwartet euch ein bekanntes RPG-Gerüst, mit dem ihr sicherlich Spaß haben werdet. Im Kampf benutzt ihr eine Reihe von Schwertangriffen, magischen Angriffen und Bewegungsmanövern, mit denen ihr Distanzen schließen könnt. In diesem Part spielt sich Final Fantasy oftmals eher wie ein Hack-and-Slash-Game. Theoretisch könnt ihr auch nur eine Taste spammen, aber die Kombinationen erlauben euch viel Freiraum. In typischer RPG-Fashion erweitert ihr euer Arsenal durch neue Fähigkeiten, die ihr im Kampf nutzen könnt und natürlich dürft ihr eure Ausrüstung und Fähigkeiten anpassen. Das Kämpfen in Final Fantasy 16 ist schnell und heftig und definitiv actionorientiert, erwartet also kein strategisches Denken. Allerdings ist Final Fantasy 16 in dieser Hinsicht ohnehin ziemlich streamlined. Bedeutet, die Levels beispielsweise sind sehr schlauchförmig und ihr lauft gerade am Anfang eigentlich nur durch Korridor in eine Cutscene, in eine Arena, in einen Korridor, in eine Cutscene, in eine Arena und immer so weiter. Das wird später etwas weniger, aber Exploration und große offene Gebiete sind in Final Fantasy 16 nicht wirklich ein Thema. Die ständigen Cutscenes können auch stören, wenn man jemand ist, der gerne mal länger Gameplay am Stück hätte. Da sie sehr cinematisch sind, würde ich diesen Punkt aber in die Kategorie Geschmackssache einordnen. Highlights des Gameplays sind definitiv die Icon-Kämpfe. Hier dürft ihr einen der bereits erwähnten Ungetüme steuern, aber die Art und Weise des Kampfes ist immer unterschiedlich. Mal ist es ein direktes, stumpfes Draufhauen, mal ist es durch die Gegend fliegen und sich wie in einem Rails-on-Shooter beballern. Eine solide Abwechslung und die cinematische Darstellung sind echt spitze. Insgesamt sind alle Bosskämpfe im Spiel, egal ob als Clive oder als Icon, sehr cinematisch gestaltet und auch mit Quicktime-Events versehen, um diesen Punkt noch mehr einzuhämmern. Jetzt wird es also auch Zeit, über die Grafik zu sprechen. In aller Kürze, die hier ist einfach der Wahnsinn. Alles in Final Fantasy 16 ist atemberaubend schön und manchmal kann man sich echt nicht vorstellen, dass das hier Gameplay ist. Die Cutscenes sind auf höchstem Niveau, die Charaktere strahlen vor Detailtiefe und die cinematischen Icon-Fights könnten auch direkt aus einem Kaiju-Film sein. Das schnelle Kampfsystem ist gespickt von heftigen Effekten, die flüssig laufen und echt einen coolen Flair geben. Das von uns aufgenommene Gameplay kommt aus dem Framerate-Modus, das 60 Bilder die Sekunde liefert und mit einer Render-Auflösung von 1080p kommt, die auf 1440p hochskaliert wird.
Im Grafikmodus wird das Spiel in 1440p gerendert und auf 4K hochskaliert. Dafür aber auf eine Framerate von 30 FPS gelockt. Man kann jetzt darüber streiten, ob die Auflösung und Framerate so gut genug sind, aber für eine so detaillierte Spielwelt, die umwerfend gut aussieht, ist das auch verständlich und die geringere Auflösung im Performance-Modus fanden wir überhaupt nicht störend. Die Cutscenes sind sowieso immer locked auf 30 FPS, aber hui, sehen die gut aus. Die Grafik in Final Fantasy 16 kann ich nur aufs Höchste anpreisen. Sie ist polished und ein echtes Markenzeichen für die PS5 und reiht sich eben ein in den bestaussehendsten Spielen auf der Konsole. Ob der Sound auch so stark ist? Bei den Effekten auf jeden Fall. Im Kampf sieht nicht nur alles mega aus, sondern klingt auch ziemlich gut. Bei den bereits erwähnten Icon-Fights knallt es auch richtig gut zur Sache und der 3D-Sound der PlayStation 5 kommt auch gelungen rüber. Sehr positiv aufgefallen ist mir das Voice-Acting. Wie vorher schon gesagt, kann man gerne darüber streiten, ob einem viele der Szenen nicht zu melodramatisch sind, aber ob man das nun mag oder nicht, die Performances können hier überzeugen und eine immersive Wirkung erzielen. Bei den Soundtracks gilt zwar ebenfalls eine hohe Messlatte an Qualität, aber Abwechslung fehlt mir schon ein bisschen. Trotzdem, im Allgemeinen sind die schön anzuhören, gefallen mir und die Musikstücke machen schnell klar, dass hier definitiv eine sehr düstere Stimmung herrscht. Schon beim Titlescreen holt euch das Prelude-Theme ab. Auch in der Technik schlägt sich das Spiel besser als der AAA-Durchschnitt. Im Performance-Modus ist die Framerate nicht ganz so stabil, wie wir es gerne gehabt hätten, aber nicht so drastisch schwankend, dass es oft auffällt. Ein starker Motion Blur stört mich persönlich sehr stark und lässt sich leider nicht abstellen. Auch die Kamera ist teilweise nervig, gerade wenn ihr mit mehreren Gegnern am Kämpfen seid und lässt sich ebenfalls nicht genauer kalibrieren. Dafür aber hatten wir keine Abstürze, drastischen Bugs oder andere Game-Breaking-Fehler im gesamten Playthrough, was heutzutage schon eine echte Seltenheit ist. All das gesagt, wird's Zeit fürs Fazit. Final Fantasy 16 ist ein überaus gelungener Eintrag in das langlebige Franchise. Vieles von dem, was ich heute gesagt habe, ist allerdings subjektiver Natur, gerade was die Inszenierung und das lineare Gameplay angeht, aber hier steht ein poliertes Fantasy-Werk, das all das bringt, was wir in einem Final Fantasy suchen. Es macht nicht viel neu, aber das, was es macht, macht es auf beeindruckende Art und Weise. Die Reise ist trotz ein bisschen Pacing-Problem ziemlich kurzweilig und wer Lust auf ein tolles Singleplayer-Spiel hat, ist hiermit sicherlich bedient. Mit einer 8,2 von 10 kann ich das Spiel jedem Fantasy-Fan ans Herz legen, auch wenn viele andere Outlets hier deutlich positiver bewerten haben als ich. Letztlich hatte ich Spaß mit dem Spiel, war gut unterhalten für den größten Teil der Zeit und auch inhaltlich könnt ihr mit einer Spieldauer von rund 40 Stunden allein für die Main Story sicherlich euer Sommerloch füllen. Das war's aber mit der heutigen Review. Stimmt ihr mir zu oder seid ihr da anderer Meinung? Wie immer freue ich mich über Likes, Abos und Feedback in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.